Ja, hallo. Wie geil ist das, im neuen Indiana Jones Film mit dabei zu sein? Ja, neben mega geil, oder? Ja, besser geht's nicht, ja. Wie kam das zustande? Also wie ist das dann? Ich bin gefragt worden und ich habe ja gesagt. Ich meine, was denkt man da, wenn man da plötzlich dann so ein Angebot bekommt, so kling kling, sag mal, magst du mitspielen? So war es nicht, ich habe das Buch bekommen, da stand auch nicht Indiana Jones drauf. Und ich lese das und da steht immer Indy und ich so, reden wir von Indiana Jones? Und dann habe ich einen Zoom gehabt mit dem Regisseur James Mangold und ich habe sofort gesagt, also wenn du willst, ich will. Und damit war das, und damit war ich besetzt. Du hast ja wirklich in unglaublich vielen amerikanischen Filmen mitgespielt. Was ist denn so für dich als Schauspieler anders, wenn man jetzt in Amerika dreht, als wenn man zum Beispiel in Deutschland dreht? Ist das wirklich nur das Budget, das Scale oder ist das irgendwie noch mehr? Das ist die Hingabe und die Konsequenz. Zum Film. Ich habe vor ein paar Jahren einen deutschen Film gemacht. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Der heißt Ballon von Bully Herbig. Und das ist so ein Film. Also es gibt keinen Unterschied zwischen amerikanischen und deutschen Filmen. Oder es gibt auch, ich habe jetzt bei den Oscars, habt ihr ja auch, oder war ja schon vorher, All Quiet on the Western Front, im Westen nichts Neues. Das ist ein Film, der wurde für, weiß ich nicht, ich habe gefragt, es waren keine 30 Millionen und du siehst ja den Film und das Aufgebot und die Hingabe und auch wie das dann angekommen und honoriert wurde. Es hat nichts mit Deutsch, Amerikanisch, Englisch, irgendwas zu tun. Es hat nichts mit dem Geld zu tun. Es hat was mit Durchsetzungswillen zu tun, glaube ich. Und mit Talent auch. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Und toi, toi, toi für den Kinostart. Danke. Dankeschön, vielen Dank.